So Leute, wir sind mal wieder auf der Gedenkstätte und haben ein kleines Minicamper-Treffen. Und hier sitzen sie, die Damen. Juhu! Happiness, ist das nicht Leute. Wunderbar? Hä? Schöne Scholle. Und der Hund sitzt natürlich wieder auf dem Schiff, so am Platz. Ne? Auf jeden Fall. Wie ja, und das ist die, Petra und die Claudia, die kennt er. Jo. Denk, Petra winkt ne? doch mal, ja. Ja, hallo. Und jetzt will sie uns auch mal einen schönen Dogger zeigen, wie sie ihn ausgebaut hat. Ja, okay? Weil wir gucken, mal gucken wir neu. Uns doch mal an. Ja. Jo. So, unseren Dogger kennt er ja, der Paul. Und hier steht die Petra. So. Ah, das sieht doch knuffig aus. Mhm. Was hat er jetzt gemacht? Ah, das Brett da hinten, ne? Also das ist die Kiste. Ja. Die hat, die war vorhin immer Caddy, die war quer. Ja. Ich habe es halt längs drin und da ist ach, das ist schön zum Rausziehen. Eine Küchenschublade. Ah, das wünscht sich doch die Claudia so, ja. Dass man es rausziehen kann. Ja, schick. Also das geht alles noch innen, nach außen geht nichts. Ja. Gute Filou. Guck, der guckt da gleich mal. Der neu. Da war mal kurz, ja. Klar. Ist eine Kiste, wo ich dann so rausziehe. Ja. Komm mal her. Das komm. Ist mein Boxio-Klo. Ja. Habe ich ganz neu. Ja. Cool. Passt super gut. Ja, ja. Das ist eigentlich auch nicht zu breit, ne? Ja, da ist der Keil, wo du gesagt hast. Ja. Das ist der Keil. Ja, also das Brett liegt da unten drunter. Ey. Aber da kann man mal von der Seite gucken. Ich habe es jetzt nicht gemacht selbst. Der Sitz kommt vor. Sitz kommt vor, ja. Das Brett hier, das Brett wird vorgezogen. Hm. Das wird andersrum gemacht. Also das wird hier eingehängt. Ja. Ja. Ah ja. Und dann kommt hier als Stütze das Brett unten drunter. Genau. Also die sind, hat er Bohrungen gemacht, die Schreiner, und dann kommt das unten drunter. Einfach aber zweckmäßig. Ja, ja klar. Fall, klar. Ja. Und damit ich, wenn ich das also so gemacht habe, dann auch drauf sitzen kann, wie auf dem Sofa, kommt dann dieses Keilkissen da drauf. Wunderbar. Und eine geile Kielbuchse, Pläne, ist eigentlich so rum hier. Ja, die ist, ja. Ja, die könnte ich euch verkaufen. Ah, die genauso ist so rum hier. Ah, da guck, reden wir später über die geschäftlichen Dinge. Nee, die wird nämlich bei uns neu passen. Müsste ich natürlich ausmessen und gucken. Ja. Weil wir suchen sowas, dass wenn wir die Bretter umklappen, dass die trotzdem drunter stehen bleiben können. Ja. Soll ich es gleich mit rausnehmen? Kannst du gerne machen, ja. Aber okay, ihr Lieben. Ja. Das war ein Einblick in die Petra, ihren schönen Dogger. Ja. Ne? Guck mal nochmal hin, Roy. Ja, ist ja schön. Und wir haben jetzt schon so nette Leute kennengelernt. Also, eine Naturstange. Ah, ja, schön. Leute, so soll es sein. Vorhänge habe ich zurecht genäht. Und die unverzichtbare Zebra-Rolle natürlich. Ja, ne? Das so ähnlich hätte ich es genau gesagt. Ach, du hast doch gesagt. Diese Beutelchen hier. Und so hat das Fisch gemacht. Ich bin neidisch, Petra. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Hallo. Ja, natürlich.